Hey ho, willkommen zurück zu Dragon Quest Monsters. Yay! So, ich habe Eis zurück ins Team geholt. Jetzt befinden wir uns wieder bei diesem komischen Professor, wo wir ja dieses Tor jetzt erschaffen haben. Und auch da gehen wir jetzt schnell rein. So, was haben wir denn hier Schönes? Ah ja, das läuft wieder direkt vor mir. Das ist sehr gut. So, ich glaube, jetzt haben wir auch wieder ein etwas stärkeres Tor, ne? Wie viele Ebenen? Ja, das ist nicht wenig. So, was haben wir denn hier? Schönes, ein Seekraut von mir aus. Was nützt es? Man weiß es nicht. Vielleicht haben wir ja irgendwie Verwendung dafür. Wo muss ich hin? Ach Gottchen. Das ist wieder so ein Labyrinth-Ding. Das heißt, ich weiß nicht, wo ich lang gehen muss. Okay. Weil hier bringt die Karte nichts. Na gut. Was haben wir denn hier? Okay, das sind Monster, die wir früher mal hatten. Also keine starken Monster. Also auch wieder so ein, ja, etwas schwächeres Tor, würde ich sagen. So, wo muss ich denn hin? Runter, schätze ich mal. Und sehen wir es ja schon, denke ich mal. Ich glaube, ich muss nach ganz unten und dann halt nach rechts. Ich glaube, irgendwie so war das mit diesen Gebilde. Ach, kommt. Die Gegner sind noch nicht bereit. Komm, Plan. So, Technik, Hyperfeuer, Technik, Terraflamme. Und Eis ist eigentlich egal, was er macht. So, Terraflamme. So, schwupp. Das geht gut so. Schwupp. Und schwupp. Wunderbar. So muss das sein. Ja, genau, da ist das Loch. Sehr schön. Denn können wir da noch nicht rein, weil mich wieder eine Monstertruppe angreifen muss. Ach Gottchen, diese Schnecken sind immer so scheiße. Dass wir die nicht zuerst angegriffen haben. So, aber jetzt ist ja auch weg. Na gut. Weil die ja leider immer diese Attacken reflektieren können, dann bringe ich mich nur selber damit um. Das ist ja nicht Sinn der Sache. So. Ich dachte gerade, ich kann mich nicht mehr bewegen, aber es ging. Das sah gerade irgendwie total merkwürdig aus. So, was haben wir denn hier? 60 Goldstücke? Jo, auch nicht. Geht ja doch wieder alles viel zu schnell hier gerade. So. Ich habe gedacht, ich würde den ganzen Part jetzt für dieses Tor brauchen, aber so wie es aussieht, bin ich auch schon fast wieder durch. So, einfach nach oben, ja, ein bisschen Schaden in Kauf nehmen hier, flupp. Und da oben ist ja schon das Loch. Schwupp, schwupp. Und hier haben wir nochmal 52 Gold. Auch nicht übel. Okay, nach oben. Und dann hier lang. Mal gucken. Nee, noch weiter nach oben, okay. Denke ich mal, haben wir hier das Loch, ja. Gut, wunderbar. Geht alles wieder wunderbar schnell hier. Oh, da haben wir auch schon das Loch direkt wieder. Jop, jop, jop. So muss das sein. So, schwuppdi-schwupp. Wo bin ich jetzt? Der Heiler. Yay. Möge das Licht mit dir sein. Dop, dop. Viel Schaden kann ich ja nicht genommen haben. So, und schwupp. Ich bin eigentlich gespannt, was hier nochmal für einen Endgegner gelauert hat. Ich weiß es gar nicht mehr. Gut, wir sehen es ja bald. Ich bin ja bald durch hier. Und mal gucken, was wir dann machen. Ich kann also nicht so einen 5-Minuten-Part stehen lassen. Aber es wird sich auch nicht wirklich jetzt lohnen, das olle Suchttor zu gehen. Mal gucken. So. Das geht wunderbar, hier die Gegner kaputt zu kloppen. Ich schätze mal auch, dass der Endgegner eine totale Flasche sein wird. So. Oh, da ist wieder so ein Heiler. Ja, den mache ich auch noch mal schnell kaputt. Zeit habe ich ja. So, ich werde dich heilen, wenn du mich besiegst. Ja, das kriegen wir da auch mal, denke ich mal, ganz schnell hin. Okay, schöne Monster hat er. Kann man nicht meckern. So, ja, ja, mach du nur. Ich werde eh von dir gleich geheilt. So, der ist jetzt schon mal kaputt. So ein Big Eye hatte ich auch schon mal. Aber habe ich auch wieder mit verpaart. So. Aber auf jeden Fall hat er wirklich gute Monster. So, aber die sind jetzt alle weg. So, versprochen ist versprochen. Möge das Licht auf dich scheinen. So, und er verschwindet. Und er ist weg. So, und da haben wir schon das Loch. 43 Goldmünzen nochmal eingesammelt. So, wo sind wir denn jetzt? Aha. Nein! Okay. Was ist er denn da? Zeig mir wahrscheinlich den Weg, den ich gehen muss dafür.
Ah ja. Okay. Dann weiß ich Bescheid. Was heißt hier entlang denn? Nein, doch nicht. Verdammt. Ach, das ist doch doof. Das ist doof. Nein. Nein. Da, da, da. So. Und hier? Nee. Och, komm. Jetzt kann man den Part doch nochmal in die Länge ziehen, quasi. Da, da. Nee. Stimmt ja. Da war ja auch ein Ding jetzt. Och, doof. Da, da, da. Hier durch, hier durch. So. Und hier? Nee. Geht auch nicht. Nerv. 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 Das ist gerade total nervig. Achso. Das geht auch nicht. Jetzt bin ich total verwirrt gerade. Da, da, da. So. Ja, das geht. Jetzt. Wehe. Wehe. Nein! Oh, Mann. Ja gut, also in das andere Tor werden wir, denke ich mal, definitiv nicht mehr gehen heute. Es geht aber nur noch nicht darum, hier wieder den Weg zu finden. So. 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 Gut, geht doch. Essen für mich. Ja, ich kann dir gerne mal ein Essen geben, aber du wirst dich mir, denke ich mal, sowieso nicht anschließen. Hier, press Nuggets. So. Gigantes freut sich und ist. Gigantes hängt jetzt an Terry. So, Chris greift an. Und du greifst an. Er greift an. Okay. Und kaputt. Sehr schön. Er hat sich nicht angeschlossen. Oh, du geben mir Fleisch. Ich mit dir kommen. Hab ich doch getan. Naja, egal. Diese Falle war nicht einfach. Lass uns gehen. Yay. So, und wir sind wieder beim König. Terry, ihr habt Gigantes besiegt. Ich habe gehört, dass Gigantes sehr kräftig sein muss, aber extrem blöd sein soll. Seid übertrieben. Ach ja, wart ihr schon im Schrein der Sterne? Achso, ja, beherrscht die Paarung, beherrscht das Turnier, bla bla bla, ich bin tabler, zap. Okay, ja, zapp du mal wieder davon. So, möge die Macht mit dir sein. Ich gebe dir noch ein Kraut mit, das ist nett. Okay. Ja, da sich das nicht mehr lohnt, jetzt das nächste Tor zu gehen, gehe ich mal nochmal zum Shop, verkaufe die paar Sachen, die ich eingesammelt habe, damit ich wieder ordentlich Platz habe, dann hole ich mir meine Lura-Stäbe und gehe dann Richtung Wirt-Tor für den nächsten Part dann. So, kann sein, dass das ein etwas kürzerer Part hier ist. So, hallo, hier ist ein Itemladen, was kann ich für dich tun? Ja, verkaufe mir mal ein paar Sachen. So, diese Sachen könnte ich Ihnen abkaufen. So, dann verkaufen wir mal unsere drei Kräuter hier. So, dankeschön. So, das Antimüde verkaufe ich, brauche ich nicht. So, danke schön. Oder kann ich auch verkaufen. So. Und den Ruhestab. Den will ich ja auch nicht haben. So. Ach so, das Seekraut habe ich auch noch. So. Und sonst ist da nichts mehr, gut. Gut, gut, gut. Dann ab zu dem Bewahrer, die Sachen holen. Vielleicht lasse ich auch mal ein bisschen Geld bei ihm da, falls ich ja immer wieder verkacke. So, geben. Geld. So. Das hier alles erstmal. So. Und dann holen wir uns unsere Lura-Stäbe, die wir bei ihm gelassen haben. So, weg das Item. Ich habe auch noch einen Kraut bei ihm, okay. Einen Heiltropfen nehme ich auf jeden Fall mit. So. Das Lebblatt nehme ich mit. Ich nehme nur eins mit. Und halt meine ganzen, nee, nicht die Federn. Sondern die ganzen Lura-Stäbe, die ich eingesammelt habe. Das sind nämlich 7 Stück, das ist eine ganze Menge. So. Sehr schön. Damit bin ich jetzt gerüstet für das nächste Tor. Wo ja diese 3 Endgegner waren. Ich hoffe, ich kriege sie dann beim nächsten Mal hin. Aber halt diese beiden Tore, die wir jetzt gemacht haben, da, das mit dem Grill und das jetzt mit dem Brunnen, das waren halt Tore, die man auch mal machen kann. Und die habe ich jetzt gemacht. Dann haben wir das nämlich auch hinter uns. So. Genau. Und das war das Suchttor, oder? Glücks- und Suchtraum, ja. Gut, im nächsten Part also dann das Suchttor. Also bis dahin. Tschüss.